ich bin hier als Kritiker für Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten beim Helene Fischer Konzert. Und man mag ja mit allen möglichen Vorbehalten und mit allen möglichen Bedenken zu einem solchen Abend gehen. Andere Popstars brauchen eine halbe Stunde, um das Publikum zum Mitmachen, zum Mitsingen, zum Mitfiebern, zum Mittanzen zu bringen. Helene Fischer braucht dafür 30 Sekunden. Ich halte das für das beste Entertainment, was es auf dem deutschen Musik-Business-Markt im Moment gibt. Der Saal unterhält sich bestens. Ich bin beeindruckt von ihrer Professionalität. Nur mit dir möchte ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist so unendlich. Nur mit dir. Ich glaube, es ist. Es gibt im Moment nur eine Künstlerin in Deutschland, die es schafft, ein Publikum zu erreichen, was von unter 10 bis wahrscheinlich über 90 fast alle sozialen Schichten vereint. Mit einer Musik, die eben wirklich nicht mehr nur Schlager ist, sondern wir hören es gerade im Hintergrund, die sich weit öffnet in den Pop-Bereich. Natürlich wird es da Marketing geben, es wird PR-Berater geben, es wird Leute geben, die sich auch ausdenken, wie sie ankommt. Aber das alles würde nicht funktionieren, wenn sie nicht selbst die Künstlerin wäre und das künstlerische Potenzial hätte, das sie hat. Alles würde ich mit dir riskieren. Die beste Show funktioniert nur mit dem Künstler, der sie verkörpern kann. Und in diesem Fall, sie kann ihre Show wirklich verkörpern.